Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video testen wir ein paar Instagram-Hacks, also Lifehacks, die ich auf Instagram gesehen habe und die ich so merkwürdig fand, dass ich sie einfach unbedingt mal ausprobieren wollte. Das sind einfach Lifehacks aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Einmal was, was für die Schule sehr, sehr praktisch wäre, dann allerdings auch Sachen aus dem Food-Bereich, also irgendwas mit Lebensmitteln. Und wenn ich sage, dass verrückte Sachen dabei sind, dann meine ich das auch so. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich kostenlos tun. Einfach auf den roten Abonnieren-Button klicken und dann verpasst ihr auch schon keine weiteren Videos mehr von mir. Und am Ende des Videos grüße ich auch noch jemanden von euch. Und falls ihr auch das nächste Mal gegrüßt werden möchtet, dann erfahrt ihr am Ende, was ihr dafür tun müsst. Und jetzt starten wir einfach mal mit dem ersten Hack. Wir machen als erstes einen Einhornherz-Toast. Und was ihr dafür braucht, ist natürlich erstmal Toastbrot. Und da hole ich mir jetzt erstmal zwei Scheiben raus. Und dann benötigt ihr noch eine Ausstechform. Ich habe jetzt hier eine Herzausstechform. Ihr könnt natürlich auch eine Blume nehmen oder was auch immer ihr möchtet. Und damit stechen wir jetzt erstmal ein Herz aus. Wenn das Ganze so ein bisschen krüppelig aussieht, kann man da auch noch mit einem Messer dran gehen und das so ein bisschen besser rausschneiden. Und so sieht mein Herztoast dann jetzt aus. Wenn das Ganze nicht zu 100% perfekt geworden ist, ist das auch nicht schlimm. Man isst es ja sowieso am Ende. So, und als nächstes brauchen wir einfach eine normale Scheibe Toast und die beiden hier werfen wir dann jetzt in den Toaster. Und während gerade die Toasts im Toaster sind, könnt ihr diesem Video natürlich auch sehr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, wenn ich öfter mal Instagram-Hacks testen soll. Denn mir machen solche Testvideos am meisten Spaß, weil man nämlich nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Hier sind unsere fertig getoasteten Toasts. Und das ist die nächste Zutat, die wir brauchen. Und zwar ist das Frischkäse. Wir beschmieren jetzt diesen Teil vom Toast mit dem Frischkäse. Also nicht der, der das Herz hat, sondern der andere. Und Jonas wird nebenbei auch noch so ein bisschen mitfilmen. Also, falls ihr seine Hand seht, wisst ihr Bescheid. Hi, Jonas. Okay, ich schmiere jetzt erstmal so ein bisschen Frischkäse hier in eine Ecke. Und dann soll man Folgendes machen. Und zwar ein bisschen Lebensmittelfarbe auf den Frischkäse geben. Oh nein, das war zu viel. Okay, wir lassen es jetzt trotzdem so. Und das Ganze verschmieren wir dann so. Weiter geht es dann jetzt mit einer neuen Portion Frischkäse. Und zwar platziere ich die jetzt einfach neben die pinke. Und jetzt kommt blaue Lebensmittelfarbe drauf. Und dann machen wir quasi einfach nochmal genau dasselbe. Und jetzt kommt auch noch der dritte Schritt. Und zwar nehmen wir wieder Frischkäse und eine neue Farbe. Diesmal nehme ich grün. Ihr könnt natürlich auch ganz, ganz andere Farben nehmen. Okay, also so sieht dann jetzt unser Toastbrot aus. Ihr könnt es natürlich auch anders machen, indem ihr so kleine Häufchen Frischkäse in einzelne Schüsseln platziert, da dann die Lebensmittelfarbe reingebt, immer so ein paar Tropfen und das dann immer erstmal durchmischt und dann auf das Toastbrot haut. Allerdings ist es dann so, dass ihr relativ viel Geschirr dadurch dreckig macht und es geht ja auch so, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Also ich finde den Farbverlauf mega schön. Ich mag das auch, dass manchmal so ein bisschen weiß durchkommt. Und ihr könnt das Toast natürlich auch so alleine einfach essen. Oder ihr macht jetzt das, was wir machen. Und zwar nehmt ihr jetzt einfach die andere Hälfte vom Toast und legt das dann hier so drauf. Und dann habt ihr quasi ein Einhornherz-Toast, was ich mega, mega cool finde. Das heißt, dieser Hack hier hat geklappt und den kann ich euch weiterempfehlen. Falls ihr mal ein bisschen Langeweile habt und Bock, dann probiert das auf jeden Fall mal aus. Okay, beim nächsten Hack geht es darum, wie man so ein Glas verschließen könnte, wenn man den Deckel nicht hat. Gerade ist die Situation hier ein bisschen unlogisch, weil das Glas leer ist. Also warum sollte ich es verschließen wollen? Und ich habe ja auch einen Deckel dafür. Aber angenommen, da ist jetzt irgendwas drin, wie zum Beispiel Kirschen oder so. Und ich habe den Deckel verloren. Dann habe ich hier einen Hack für euch, wie ihr ganz einfach dieses Glas hier verschließen könnt. Und dafür braucht ihr auch nur eine Sache, die ihr definitiv zu Hause habt. Und zwar braucht ihr jetzt einfach nur noch Luftballons. Und ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal diesen hellblauen hier. Und den müsst ihr dann einmal aufpusten, weil ich allerdings total schlecht darin bin, macht Jonas das. Okay, Jonas ist gerade am Essen, das heißt, wir müssen gerade noch ein bisschen warten. 2000 Jahre später. Okay, Jonas hat aufgegessen. Vielleicht hätte ich das doch einfach selber machen sollen. Bitte schön. Go, go. Hey, tust du mit Absicht? Es geht ja so schwer. Jonas hat gerade dreimal versucht, diesen Luftballon hier aufzupusten. Ich auch. Und der geht nicht. Den kann man nicht aufblasen. Ich habe keine Ahnung, was ich da gekauft habe. Aber das sind, glaube ich, die schwierigsten Luftballons, die ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Wir suchen jetzt auf jeden Fall nochmal nach ein paar anderen. Weil irgendwie muss das doch klappen. Okay, Jonas hat welche gefunden. Woo! Okay, wir haben jetzt Luftballons. Wir nehmen jetzt wieder einen hellblauen. Guck mal, da steht sogar Happy Birthday drauf. Also herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben. Falls du heute Geburtstag hast, dann schreib mir das mal in die Kommentare.
Erinnerst du dich noch, wir haben ja mal einen Lifehack ausprobiert, wo wir mit einem Luftballon eine Handyhülle selber gemacht haben. Und jetzt versuchen wir quasi einen Deckel selber zu machen, indem wir aus dem Luftballon Luft rauslassen und den dann so hier runterdrücken, dass sich das am Ende hier so drüber legt. Verstehst du? Nein, ich erinnere mich nicht. Erinnerst du dich wirklich nicht? Nein. Wirklich nicht? Nein. Aber hast du verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Nein. Hey doch, komm, lass mal machen. Ja, du musst mir helfen. Was denn? Der Luftballon muss sich jetzt um die Flasche legen. Ah, stopp, 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 fest. Okay, doch, du musst jetzt so fest drücken. Ah! Passt. Das hat nicht geklappt. Kannst du den nochmal aufpusten? Das klappt super hier, dein Hack. Das ist ein ganz toller Hack. Warum lache ich die ganze Zeit so doof? Komm, wir versuchen es nochmal. Aber ganz am Ende hat es ja schon irgendwie geklappt. Vielleicht müsste man dann einfach noch langsamer sein. Okay, stopp, 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 stopp. Irgendwie muss ja noch die Luft raus, die restliche. Denn das Video einfach Jonas testet Lifehacks. So sieht das jetzt aus. Das heißt, es hat irgendwie schon funktioniert. Also ich habe jetzt quasi einen selbstgemachten Deckel auf meinem Glas. Und ich würde auch behaupten, dass der relativ gut sitzt und auch definitiv hält. Bin ganz zufrieden mit dem Hack. Also man muss es zwar ein paar Mal ausprobieren, aber im Notfall kann man das wirklich sehr gut verwenden. Und es ist auch praktisch. Und es ist auch sehr günstig nachzumachen. Weiter geht es dann jetzt mit dem nächsten Hack und der ist, glaube ich, für jeden Schüler richtig, richtig praktisch. Was ihr einmal braucht, sind Blätter. Und wundert euch nicht, meine Blätter sind hier oben alle so ein bisschen wellig. Denn Harry hat einfach diese Blätter hier mit Milch nass gemacht, indem er immer mit seiner Pfote in mein Milchglas gegangen ist und dann auf das Blatt und sich dann auch noch die Pfote abgeleckt hat, weil da Milch dran war. Also ja, der Junge ist ein bisschen bescheuert. Aber auf jeden Fall sehen jetzt meine ganzen Blätter, die jetzt übereinander direkt nah an dem Milchglas lagen. Alle so ein bisschen wellig, aber ist egal, wir können sie ja trotzdem weiter verwenden. Jetzt geht es um einen Hack, wie man super einfach einen Kreis malen kann, ohne irgendwie einen Zirkel oder sonst was zu verwenden. Und zwar braucht man dafür einfach nur eine Büroklammer. Und zwar müsst ihr jetzt einfach die Büroklammer auf euer Blatt Papier legen. Und dann braucht ihr noch zwei Stifte. Mit dem einen Stift malt ihr den Kreis, mit dem anderen Stift haltet ihr einfach die Büroklammer an dem Platz fest. Oh mein Gott! Das ist jetzt der fertige Kreis. Und Leute, das ist wirklich ein komplett perfekter Kreis, den ich jetzt gerade gemalt habe. Ohne einen Zirkel dafür zu verwenden. Ich bin schon echt ein bisschen stolz, wirklich. Ich hätte diesen Hack nur zu gerne während meiner Schulzeit gekannt, denn der funktioniert sehr gut, ist sehr einfach. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Hack. Und auf den freue ich mich ganz, ganz besonders. Denn das ist quasi ein kleiner Prank, den wir zusammen mal ausprobieren wollen. Und der ist schon so ein bisschen schwieriger. Also ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Ihr benötigt einmal solche Süßigkeiten. Am besten wäre es, wenn man diese Süßigkeit aufziehen muss, also irgendwie noch Folien abzieht. Und wundert euch nicht über die Geräusche, das sind meine Katzen. Und wenn in dieser Süßigkeit auch noch irgendwie eine Art Überraschung drin ist, denn dadurch ist dann die Person, die diese Süßigkeit auspackt, auch ein bisschen mehr abgelenkt und merkt vielleicht nicht, dass ihr da etwas manipuliert habt. Was wir als erstes machen, ist hier unsere Süßigkeit einmal aufzuziehen. Okay, hier ist dann jetzt die Süßigkeit drin. Ihr müsst super, super vorsichtig mit dieser Folie hier umgehen, denn die brauchen wir gleich noch. Ihr müsst die Folie auch nicht komplett abziehen, ich lasse sie jetzt hier oben einfach mal dran. Und jetzt müssen wir anfangen, die ganze Süßigkeit hier rauszulöffeln. Okay, ich gehe jetzt hier einfach mit dem Löffel rein und hole da jetzt den ganzen Süßkram raus. So, und jetzt habt ihr das hier ausgehöhlt und die Süßigkeiten selber auch gegessen. Und was jetzt der Prank an der Sache ist, ist, dass ihr einfach diese Hälfte hier mit etwas anderem befüllt. Was zum Beispiel kostengünstig ist und was man auch sehr gut irgendwo reinfüllen kann, ist Zahnpasta. Und genau das werden wir jetzt machen. Und ich hoffe, das funktioniert. Und jetzt kommt der spannende Teil. Und zwar müssen wir das jetzt mit etwas Kleber zukleben. Ich gebe jetzt mal an ein paar Stellen ein kleines, kleines bisschen Kleber. Und ich glaube, selbst dieses kleine bisschen Kleber war schon zu viel. Und jetzt drücke ich das ganz vorsichtig zu. Und wir hoffen mal, dass es so aussieht, als hätte man es nie aufgemacht. Okay, also diese Hälfte ist jetzt tatsächlich zu. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Also man könnte tatsächlich meinen, dass diese Seite nie geöffnet wurde. Und jetzt gebe ich hier drauf auch noch ein bisschen Kleber
um die beiden Eihälften aneinander zu kleben. Und dann schauen wir mal, ob daraus am Ende tatsächlich wieder ein Ei wird. So sieht das Ei jetzt aus. Ich glaube, der Kleber ist noch nicht komplett getrocknet. Aber man könnte tatsächlich meinen, dass niemand vorher dieses Ei hier geöffnet hat. Und wenn man es dann eben öffnet und sich dann den Snack gönnen möchte, dann findet man nur Zahnpasta. Und das ist, glaube ich, schon ein recht lustiger Prank. Vor allem handelt es sich hierbei ja auch nicht um Lebensmittelverschwendung, weil ihr ja auch vorher diese Schokocreme selber aufessen könnt. Der Hack hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Natürlich könnte man, wenn man ganz, ganz genau drauf achtet, sehen, dass ihr das Ei vorher manipuliert habt. Aber normalerweise geht man jetzt nicht so davon aus. Das Krasse ist, dass alle vier Hacks wirklich gut funktioniert haben und ich sie euch empfehlen kann. Das heißt, das Ganze könnt ihr auch mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr Bock habt. Und jetzt grüße ich auch noch jemanden. Und zwar grüße ich Mausi Cool. Und sie hat geschrieben, ich finde beide Kalender cool. Hashtag abonniert, Hashtag Glocke aktiv, Hashtag geliked. Der Kommentar wurde unter meinem Adventskalender-Video gepostet. Also vielen, vielen Dank dafür und viele liebe Grüße an dich. Und wenn du auch mal in einem Video gegrüßt werden möchtest, dann schreib mir einfach einen Kommentar unter dieses Video hier und verwende einen von den Hashtags. Das heißt entweder Hashtag abonniert, Hashtag Glocke aktiv oder Hashtag geliked. Oder ihr könnt auch mehrere von den Hashtags in euren Kommentar schreiben. Und ja, du bist dann an dieser Stelle hier herzlich gegrüßt. Und Leute, ihr schreibt mir in letzter Zeit so viele Kommentare, also auch mal an dieser Stelle hier ein dickes, dickes Dankeschön dafür. Vergesst natürlich auch nicht, diesem Video hier einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr könnt jetzt auch mal auf das i klicken. Da findet ihr weitere Videos von mir und da findet ihr auch immer eine neue Abstimmung. Ansonsten verlinke ich euch hier zwei weitere Videos. Das ist einmal ein Video, in dem ich ein Make-up für 1000 Euro geschminkt habe. Und hier drunter findet ihr ein Video, in dem ich DM-Produkte ab 15 Cent getestet habe. Und da waren einfach sehr, sehr merkwürdige Sachen dabei. Hier sind dann meine Social-Media-Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.